Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. TheSithVote.com hat eine neue Studie veröffentlicht. Sie haben das Gerücht untersucht, ob Pokémon in der Feldforschung ohne Durchbruch leichter zu fangen sind als die Pokémon in der Wildnis. Sehr, sehr interessant. Sie haben aber natürlich auch Krypto-Pokémon angeschaut, also seid gespannt. Sie haben 10.000 Fangversuche analysiert. Es gibt eine Fangratenformel von der GamePress-Gruppe. Diese wurde verwendet, um eine Messung durchzuführen. Weil andererseits wäre das sonst irgendwie ein bisschen schwierig, weil also als normaler Mensch würde man jetzt zum Beispiel versuchen, ein wildes Pokémon Level 15 zu fangen. Und dann könnte man es ja mit der Feldforschung vergleichen. Am besten noch dasselbe Pokémon, weil auch je nachdem, welches Pokémon man fängt, ist die Fangrate unterschiedlich oder Fluchtrate unterschiedlich im Sinne von Abra zum Beispiel. Und das würde aber sehr lange dauern, sowas zu vergleichen. Deswegen ist die Formel schon ganz gut. Vielleicht kennt der ein oder andere die Formel nicht und weiß gar nicht, welche Multiplikatoren es gibt. Es gibt ja mehrere, um die Fangrate zu erhöhen, wie zum Beispiel Art des Balles oder Art der Beere. Natürlich zählt hier nur die goldene, die silberne Sanana und die normale Himbeere, weil nur die erhöhen auch wirklich die Fangrate. Banane ist nicht dabei, weil das einfach nur dafür sorgt, dass das Pokémon sich nicht bewegt. Es wäre schön, wenn es irgendwann mal eine goldene Banane geben würde oder eine silberne Banane, die die Fangchance erhöht und gleichzeitig das Pokémon sich nicht bewegt. Das wäre nice, Niantic, nice. Naja, vielleicht irgendwann. Wurfbonus, gut, großartig, einfach fabelhaft, kennt jeder. Curveball, kennt ihr wahrscheinlich auch. Man kann gerade auswerfen oder man kann den Ball vorher drehen. Und der Multiplikator sieht dann so aus. Beim Pokéball ist es dann 1,7. Bei Superball 2,55 und bei Hyperball 3,4. Und dann kommt natürlich noch die Typmedaille zu dem jeweiligen Pokémon dazu. Das Interessante ist, es gibt ja Pokémon mit zwei Gold, mit zwei Typenmedaillen. Also ist halt schon die Frage, wie zählt das dann eigentlich? Das stand jetzt hier nicht dabei, das habe ich jetzt nicht herausgefunden. Aber vielleicht, was noch wichtig ist, grundsätzlich, wenn ihr einen Pokéball verwendet, dann ist der Multiplikator mal 1, also nix. Und wenn ihr einen Hyperball verwendet, dann ist der Multiplikator mal 2. Also ihr erhöht eure Chance schon extrem, wenn ihr einen Hyperball verwendet. Das Ergebnis der Studie ist, dass Feldforschungen definitiv leichter zu fangen sind als wilde Pokémon. Echt Wahnsinn. Also sie haben es tatsächlich rausgekriegt. Der Multiplikator ist so hoch, dass der Pokéball die gleiche genauso wirksam ist wie ein Hyperball in der Feldforschung. Krass, oder? Also das heißt, eine Feldforschung kann man doppelt so hoch fangen statt ein Pokémon aus der Wildnis. Trotzdem brechen sie gerne mal aus, so ist nicht. Also Pokémon sind da schon etwas hartnäckig manchmal. Bei den Krypto-Pokémon oder Krypto-Begegnungen haben sie herausgefunden, dass diese sich genauso leicht oder schwer fangen lassen wie ihre Normalformen. Aber der einzige Unterschied ist, dass die Kreisfarbe irgendwie nicht stimmt. Entweder ist das ein Bug oder Niantic hat irgendwie hier sowieso noch ein bisschen was nachzuholen. Wir werden sehen. Niantic Support hat nämlich gestern Abend oder heute Morgen erst die nächste Version angekündigt. Vor allem, sie haben die Version angekündigt. Sie selber haben eine Version angekündigt, sonst taucht immer die Version in irgendeinem Play Store auf und das kriegt dann irgendeiner mit und dann wird das überall rumgeschickt und dann weiß das die halbe Community. Aber diesmal hat Niantic gesagt, so, die Version 161 wird hiermit angekündigt und sie haben auch eine ganze Menge dazu geschrieben. Eine ganze Menge, also wirklich tatsächlich ein paar Aktualisierungen, die sind jetzt nicht so groß, wie zum Beispiel zusätzlicher visueller Hinweis bei einer schwachen Datenverbindung. Also wenn ihr eine schwache Datenverbindung habt, kommt vielleicht eine Fehlermeldung oder dieser blöde rote Balken, den man so oft sieht, wenn man keine GPS-Verbindung hat. Die Abenteuer-Sync-Berechtigungsmodalität wird aktualisiert, um den Spieler durch das Einschalten der
richtigen Einstellungen zu führen. Aha, okay. Also falls irgendjemand Probleme mit dem Abenteuer-Sync hat, das einzuschalten oder überhaupt zu verwalten, das könnte eventuell helfen. Neue Fehlermeldungen, wenn Pokémon Go sich nicht mit Let's Go verbinden lässt. Alles klar, auch ganz nett, kann man vielleicht mal gebrauchen. Ich sollte auch mal wieder eine Meltan-Box holen, fällt mir ein. Fehlermeldungen, Fehlerbehebungen bei Team Go Rocket, war ja klar. Neues Feature und trotzdem müssen ja natürlich auch ein paar Fehler behoben werden. Von daher ist das schon mal gar nicht so schlecht. Die Leiter und Giovanni haben ein Timing-Problem im asiatischen, pazifischen Regionen. Aha, ich weiß zwar nicht genau, was dieses Timing-Problem bedeutet, ob sie einfach zu Zeiten auftauchen, wo vielleicht nicht jeder spielt. Auf jeden Fall sollte das jetzt wieder gehen. Pokémon Go Plus-Symbol überschnitt sich mit dem Raketenradar-Symbol wahrscheinlich nicht auf jedem Gerät. Also mir ist das nicht aufgefallen. Das Hauptmenü und die X-Taste überlappen sich nicht mehr, wenn sie direkt nach der Aktivierung von Rocket Radar auf die Profilseite zugreifen. Ist mir jetzt auch nicht so krass aufgefallen, aber wie oft habe ich denn wirklich den Rocket Radar benutzt? Bisher ein einziges Mal. Mein zweiter Radar ist aktiv, aber ich warte dann doch erstmal, bis es weitergeht. Ist zwar ein bisschen blöd, man hat dann irgendwie keine Lust auf die Rüpel, weil man ja keine mysteriösen Teile mehr sammelt. Aber ja, da Team Go Rocket so schwer zu finden sind, zumindest bei mir in meinem Dorf, lasse ich das jetzt mal lieber. Weil 6 Stück war schon, dauert zum Teil echt 2 Tage und das ist halt dann doch ein bisschen blöd. Erstmal gucken, was in der nächsten Aufgabe kommt und dann schaue ich mal, wie ich weiterspielen werde in der Spezialforschung. Pokémon Go Plus Symbol überschnitt sich, hatte ich schon gesagt. So, Team Go Rocket Dialog und Hintergrundmusik konfiguriert. Ah ja. Gut, wer sich wirklich die Musik antut, hat vielleicht was mitbekommen. Ansonsten schön, dass ihr das auch gemacht habt. Spieler können nach dem Kampf gegen Team Go Rocket keine Gegenstandsbelohnung mehr erhalten, wenn ihre Tasche voll ist. Ich gehe davon aus, aber dass wenigstens die Fehlermeldung kommt, die man dazu braucht, damit man weiß, dass der Beutel voll ist. Ist natürlich schade, dass man nicht trotzdem, also ich finde, bei Raids bekommt man seine Belohnung, auch wenn sein Beutel voll, auch wenn der Beutel voll ist. Warum kann man das jetzt hier nicht machen? So viele Items gibt es jetzt hier raus auch nicht. Andererseits, warum geht's bei Raids, ne? Also, ich weiß nicht. Ich bin da etwas unschlüssig. Vor allem, was passiert dann, wenn ich im Hintergrund, die Arena gedreht habe durch das Go Plus? Was dann? Und ich gewinne dann den Kampf, dann kriege ich kein Item, weil Beutel war voll. Okay, könnte natürlich auch sein. Also schaut zu, dass ihr bei den Leitern und Giovanni aufpasst, dass das passt. Ich denke, bei den normalen Rüpeln ist es immer noch Sternstaub. Ansonsten werden wir das schon herausfinden. Wenn es was anderes ist, dann wissen wir bestimmt Bescheid. In Trainerschlachten wird der Text sehr effektiv und nicht sehr effektiv, nicht mehr übertragen, nachdem ein Pokémon durch einen sehr effektiven oder nicht sehr effektiven Zug ausgetauscht oder ausgeschlagen. Das ist jetzt eine doofe Übersetzung. Also wenn es besiegt worden ist oder ausgetauscht wurde, kommen dann diese Nachrichten nicht mehr. Das ist ein interessanter Fehler, den sie da behoben haben. Auf jeden Fall eine gute Sache. Das kann nämlich sehr schnell zu Verwirrung führen. Die Schaltfläche tauschen wird nach dem Kampf einer Avatar-Pose nicht mehr angezeigt. Das ist jetzt die Schaltfläche tauschen. Wird nach dem Kampf einer Avatar-Pose nicht mehr angezeigt. Ich habe keine Ahnung, was das hier bedeuten soll. Das Pokémon Go Symbol wird jetzt in der Push-Benachrichtigung für Android korrekt angezeigt. Das Pokémon Go Symbol.
Wenn sie das Symbol geändert haben, dann weiß ich sowieso nicht, was hier gemeint ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht bei mir richtig angezeigt wird und dass es vielleicht auf manchen Geräten nicht richtig angezeigt wurde. Dann gibt es irgendwie eine Dauerschleife, die durch den Hintergrund einer In-App-Kaufs verursacht wurde. Stornieren den Kampf jetzt, den Kauf jetzt sofort mit einer Fehlermeldung. Normalerweise ja, kann man doch einen Kauf sowieso nicht stornieren, also von daher bin ich mir nicht ganz sicher, was hier passiert ist. Der Pokédex-Eintrag für Pikachu zeigt nun Normalform statt Kostüm an. Kostümform an. Okay, ist mir auch nicht aufgefallen, aber habe ich auch nicht mitbekommen. Verbesserte Geräte-Zeitzonenerkennung. Okay. Das kriegt auch nicht jeder sofort mit, dass es da Fehler gegeben hat. Fix für Android-Installationsfehler. Oh, ah, okay. Hatte ich jetzt auch noch nicht. Einige weitere Pokémon Go plus Verbindungskorrekturen. Oh, ich bin gespannt, ob ich das Update denn auch bald bekomme. Wäre auf jeden Fall schön. Als nächstes und als letztes möchte ich noch mit euch die Team Go Rocket Probleme, die noch bekannt sind und nicht behoben worden sind, noch durchgehen. Wir haben hier einen, der ist noch auf dem Problemstatus Untersuchung. Bildschirmüberlappung der mysteriösen Komponentensammlung ist der Titel. Wenn Sie direkt nach dem Besiegen eines Rüpels davon navigieren, werden möglicherweise der Sammlungsbildschirm und die Schaltfläche für mysteriöse Komponenten, unter anderem Elementen der Benutzeroberfläche des Hauptbildschirms angezeigt, wodurch das Klicken auf die Schaltfläche für mysteriöse Komponenten schwierig wird. Aha, interessant. Bitte starten Sie die App neu. Die mysteriösen Komponenten werden unabhängig davon gesammelt. Also die Schaltfläche ist total unwichtig. Ich finde auch, Sie sollten diese Schaltfläche grundsätzlich eigentlich entfernen, weil ich sie unnötig finde. Das ist total ungewöhnlich, dass man nach einem Kampf erst noch bestätigen muss, dass man das eingesammelt hat. Sie dürfen das gerne anzeigen, wenn ich dann 6 voll habe. Dann dürfen Sie das gerne anzeigen, aber davor bitte nicht. Also ich finde das eher unnötig. Überlagerung, Dialogbildschirm, Problembeschreibung. Wenn Sie gelegentlich versuchen, einen Team Go Rocket Kampf zu beenden, wird auf dem Bildschirm das Team Go Rocket Mitglied eingeblendet. Aha, ein Anzeigefehler. Okay, bitte starten Sie die App neu. Und das ist natürlich auch in der Untersuchung. Das nächste ist feste Luftaufnahme, wenn Ei ausgebrütet, während Rocketradar verwendet wird. Sehr interessante Kombination. Ein Ei geht auf und ihr habt gerade eben kurz davor auf den Rocketradar geklickt und dann bleibt wohl die Anzeige stehen in der Luftaufnahme. Das war es auch schon mit den bekannten Problemen. Die anderen zwei, die hier noch stehen, die noch in der Untersuchung sind, habe ich euch beim letzten Mal schon mal vorgelesen. Da ging es um die Bildwiederholungsfrequenz und Google Fit. Da gibt es wohl immer noch Probleme. Ich bin erstmal vor allem gespannt, wenn ich das neue Update bekomme, ob da mein Go Plus anders funktioniert. Wenn nicht, muss ich mich endlich mal dazu durchringen, den Support zu schreiben. Die Nachricht ist zumindest mal vorbereitet, aber vielleicht noch nicht perfekt. Ich muss sie noch ein bisschen dran rumfeilen, dass sie noch ein bisschen besser klingt oder dass ein bisschen etwas klarer wird. Ich weiß es nicht. Man muss es halt, wenn man es wirklich ganz, ganz gut und ganz genau schreibt, können sie auch einem schnell helfen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Sorry, dass ich die Pokebattle-Analysen jetzt nicht mehr angezeigt habe. Dann beim nächsten Mal. Also bis zum nächsten Mal. Batsch.